Seit mehr als 65 Jahren steht Otto Schenk auf der Bühne und versteht es immer noch, sein Publikum zu begeistern. Für sein neues Leseprogramm hat er die Höhepunkte aus seinen humorvollen Lesungen ausgewählt und sein Publikum wie gewohnt bestens unterhalten. Der Meister des Humors, Vollblutkomödiant Otto Schenk, hat für sein neues Programm wieder tief in der Kiste seiner Erinnerungen gewühlt. Wer seit über 60 Jahren auf der Bühne steht, der hat einiges erlebt und kann vieles erzählen. Ich lese ja schon 50 Jahre und das es gibt es Schatzkästchen sozusagen und da ist heute eine ganz nette Auswahl dabei. Es ist so eine Qualität, die mit Otto Schenk verbunden ist. Er hat so ein bisschen dieses typisch wienerische Granteln auf eine sehr sympathische Art. Und ich habe mir so zurückerinnert, wie ich mit ihm vorher gesprochen habe, dass ich vor ca. 40 Jahren das erste Mal auf der Burgruine Landskron von ihm die Theatergeschichten gehört habe. Leise geht die Tür auf und er wäre gar nicht erstaunt, wenn drei Könige aus Morgenland auf Zehenspitzen hereinkämen. Es ist aber nur der Onkel Beute. Ich kann nur vorlesen, was ich begeistert vorlesen kann. Verführerisch. Was ich nicht verführerisch lesen kann, interessiert mich nicht. Und da ist die Auswahl das Schwere, die Schwerarbeit und die Jahrzehntearbeit, Jahrhundertearbeit, möchte ich fast sagen. Haben schon viele große Dichter vor mir getroffen, Gott sei Dank. Und da muss man das irgendwann zusammenfinden und irgendwann loslassen auf die Menschen. Nun, das Kind zur Welt gekommen ist, haben alle mit Ausnahme des Neugeborenen große Freude. Sie stehen ja selbst auch schon sehr lange Zeit auf der Bühne. Ist das trotzdem noch eine neue Erfahrung für Sie, wenn Sie auf so eine Bühne treten? Nein. Es war nie eine neue Erfahrung. Ich habe immer das Gefühl gehabt, die Bühne ist dasselbe wie das Leben. Und dort, wo es nicht so war, habe ich mich unwohl gefühlt. Otto Schenk ist das beste Beispiel dafür, dass Lachen gesund macht. Mit bald 90 Jahren liegt es ihm immer noch am Herzen, sein Publikum zu unterhalten. Man lacht ja manchmal auch bei ernsten Sachen. So ein Kudern steckt in jedem Menschen drin und das muss man erwecken. Man muss die Leute dazu verführen, dass sie sich erkennen, dass sie die Situation erkennen, dass sie etwas lächerlich finden. Dazu gehört ein Hirn, das kapiert.